Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, ihr habt mir wieder schön kommentiert, erstens, dass meine Auslastung sehr extrem ist, was irgendwie ja bei mir eigentlich Standard ist. Aber auch sozusagen, dass ich hier wohl beim Verkippenplan einen Fehler gemacht habe. Irgendwo habe ich einen Verkippfehler gemacht, dass das eine Schräge ist. Aber hier ist alles plus 1, so wie es ausschaut. Verschaut es so aus? Wo habe ich noch was zum Verkippen gegeben? Hier ist auch alles plus 1. Hier passt auch alles. Jetzt muss ich gerade echt gucken, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Hier ist alles plus 2, das passt. Hier habe ich nichts. Hier ist auch alles plus 1, also schaut eigentlich alles sehr gut aus aktuell. Ich sehe jetzt aktuell ehrlich gesagt keine falsche Verkippung. Gott sei Dank, muss ich sagen. Gott sei Dank. So, jetzt muss ich mal selber schauen, weil ich bin. Hab zwar gerade in die Kommentare geschaut, aber ich bin teilweise einfach blöd, mir Kommentare zu merken. Fragt mich nicht, wieso ich das mache. Ah ja, ich sollte mir noch ein paar Sachen markieren hier seitlich. Werde ich vielleicht irgendwann mal machen. Ich bin aber aktuell irgendwie. Ich verwende das so wenig, finde ich. Also ich verwende das relativ. Ich hänge es an, weil ich muss nachher noch zum Sport. Ich verwende das echt wenig. Und ich weiß nicht, ob das mir sozusagen was bringt, weil. Klar, ich sehe dann, wenn was fehlt. Ich könnte mir vielleicht die Elektronik zum Beispiel reinschmeißen und bestimmte Sachen. Aber auf der anderen Seite, ich schaue da so selten drauf. Und es braucht dann halt mehr Fläche vom Bild am Ende noch. Was ja auch eigentlich uninteressant ist. Deswegen, also quid pro quo würde ich sagen, passt das schon so. So wie es ausschaut, wird hier zwar fleißig nachgefüllt, aber die LKWs kommen nach. Bedeutet, ich setze jetzt mal auf 5 runter, dann hätten wir wieder auf jeden Fall 2 zur Verfügung, auch um den Rest zu machen. Der Sand hier scheint maximized wieder zu sein. Was ich jetzt aber gerade sehe, ist, dass das Eisen leer wird. Warum wird das Eisen leer? Ah, weil Kollegas natürlich jetzt hier runterfahren müssen. So, warte mal. Wir machen jetzt hier ein Kopieren. Und kopieren mal die Anlage hier auf die Wasserseite. Oder hier einfach hin. Dann können wir nicht da hinten noch schön arbeiten. Und das ist ja auch wichtig. Gut, wir machen das hier fertig. Das müsste dann die Einstellungen auch übernehmen. Ja, perfekt. Und dann sagen wir jetzt ihm hier. Ah, schade, übernimmt sogar die Ding. Die Frage, welches davon. Okay. Das sind die hier. Und dann fügen wir den wieder als letzte Möglichkeit hinzu. Dann müssen die Kollegen nicht mehr so weit fahren und dann sollten wir die Baggerprobleme nicht mehr haben. Die Frage ist, ob ich irgendwann die Einfahrt nach da verlege und hier vorne anfange auch so auszubaggern, weil ich habe hier gleich noch relativ viel Eisen drunter. So. Ich hoffe, dass die Massen helfen. Okay, nope. Ich darf den da vorne den Turm nicht geben. Ansonsten wird es problematisch, wie es ausschaut. Weil er schon wieder an erster Stelle war. Okay. Nein, die müssen alles schön hier verkippen. Weil dann wird das schön gemeistert. Und ich hoffe, dass wir dann mit dem Eisen durchkommen. Wir verbrauchen natürlich jetzt auch gerade Massen wieder, glaube ich. Also wenn ich was ist, das Lagerhaus ist halt auch Strom, das ist wieder so lustig. Vielleicht erhöhen wir auch mal die Bagger hier. Dann sollten die aber direkt eine Wasserstofftankstelle erhalten. Weil dann tun wir die auch auf Wasserstoff upgraden und ich glaube, dass wir nicht kein Problem mit Wasserstoff haben. So, wir kriegen hier viel Kompost raus. Und obwohl ich das Ding hier maximized habe, scheinen wir aktuell wieder voll sein zu können. Also scheint so, als ob ich die Anlage vielleicht nochmal erweitern müsste. Vielleicht doch nochmal das Ganze ein bisschen umdenken. Und
effizient modular machen wieder. Weil aktuell scheint die Anlage irgendein Problem zu haben. Oh. Ich sehe das Problem. Sind wir am Maximum? Ich glaube, wir sind am Maximum. Holy shit, okay. Das würde ja heißen, ich müsste... Nein. X. Und du bitte auch nicht. Das Einzige, was ich kurz abreißen wollte, wäre eigentlich euch beide hier. Um hier eine weitere, ein Modul hinzustellen. Du kannst auch weg, bitte. Dankeschön. Gut, Season 2, Wasserstoffmodul. Und ich hoffe, dass ich das auf einen Schlag bauen kann. Das wäre auf jeden Fall sehr schön. Ich habe ein bisschen was vergessen. So, ich werde jetzt, anstatt dass wir die Rohrleitung so legen, fürs Erste die hier so legen und fertig bauen lassen. Weil dann kann ich noch ein weiteres Modul reinsetzen ohne Probleme. Jetzt habe ich zu wenig Mitarbeiter. Okay, das ist ein anderes Problem. Dafür brauche ich Häuser, glaube ich, weil ich bin gleich wieder im Hauslimit. Oder ich kann ein paar Häuser noch ausbauen. Schaut auf jeden Fall so aus. Verbessern. Und die verbessern wir auch. Und dafür fehlen mir jetzt die Ressourcen, weil ich gerade alles eventuell verbraucht habe. Grandios. Aber da sehen wir gerade das Problem. Wie wird das denn... Achso, warte mal. Ich krieg Kompost raus, ne? Genau. Wir müssen jetzt schauen, ob wir die Anlage wieder erhöhen von Leistung her. Wird es hier wieder mehr? Nee, aktuell echt noch weniger. Das ist ungut. Dann schauen wir wirklich schnell, dass wir eine Wasserstoffanlage bauen, weil wenn wir jetzt schon erhöhen. Dann machen wir das doch gleich so, dass wir dich hier hinstellen. Einen Flüssigkeitsspeicher da anschließen. Oh, das darf jetzt nicht fertig bauen, weil es braucht 90. Komm schon, liefert. 80. Warum darf ich nicht schnell liefern? Das ist wieder unter 86, komm schon. Jetzt hat, gut. Und hier muss bitte doch Wasserstoff rein. Und dann ein bisschen was von. Weil dann können wir die Bagger auf große Bagger mit Wasserstofftanks upgraden. Und sollten damit hier vorne eine funktionierende Tankstelle in der Front drin haben, die gleich ein bisschen unterstützt. Vom Wasser her schaut es wieder besser aus, finde ich. Hier hinten haben wir halt immer noch das Problem, dass sozusagen nie wirklich Wasser drin ist in den Leitungen. Was cool wäre, wenn ich hier drauf klicke. Ach, schau mal. Gestein ist wie im Auftrag, das ist klar. Was ist im Auftrag, wo ich drauf eigentlich gar keinen Bock habe? Schwefel ist klar. Abgereichertes Uran ist auch klar, weil ich es wegschippe. Wasser, ja, ist ungut, aber muss sein. Kann ich im letzten Monat machen? Kein Stein. Ach, schau mal, hier sind davon allein 7 untätig. Er sagt, ich bin extrem ausgelastet. Schau mal, was aus. Achso, warte mal. In Gebäuden zugewiesen. Achso, ja, das sind dann die hier. Okay. Wie viel kostet nochmal ein Wasserstofffahrzeug grundsätzlich? Wenn ich jetzt vom Wasserstoff rede und sage, ich hätte... Guck mal, es gibt die Standard-Wasserstofffahrzeuge auch. Nice. Wasserstoffkippenmulder. Wasserstoff kein Problem. Und wenn ich einen
LKW und einen Bagger umwandeln anfange, wenn ich sage, dich würde ich... Das muss ich drin abbrechen, oder? Dankeschön. Ich wollte eigentlich dich gegen einen Wasserstoffriesenbagger auswechseln. Danke. Und dich hier gegen einen Wasserstoffkippenmulder. Ich sehe da noch ein Problem. Die wissen nicht, wo sie verkippen können. Für Gestein. Wenn ich den fürs Erste sage, bei ihm hier. Checken die das? Ja, checken sie das. Super. Aber eigentlich müsste doch Gestein hier hinten drin sein. Aber es wird nicht abgeholt. Schöne Scheiße. Setzen wir die nochmal auf P6. Okay, das ergibt dann natürlich Sinn, dass das in dem Fall nicht funktioniert, so wie ich es möchte. Aber das werden wir noch hinkriegen. Sobald die Wasserstoffanlage auch voller wird. Alter, schau mal an, wie voll die Tanks sind schon. Und da ist nicht das Problem. Jetzt werden die Wasserstofftanks zwar wieder leer, aber wenn ich nochmal weiter erweitere, weil wir natürlich so viel Matsch doch am Ende noch erhalten, wird es noch ein bisschen heftiger. So, jetzt hat aber. Dann kann ich den Leuchtturm... Nee, weißt du was, wir machen das hier mit... Wachstumsschub, Unterkünfte sind voll. Achso, okay, super, dann Limit, tut er das eh ans, immer ans Limit ballern. Das finde ich sehr, sehr schön. Hier produzieren wir Ethanol, das ist auch gut. So, warte mal. Nicht genügend Arbeiter gewinnen, kann ich in... können nicht bauen, kann nicht verfügen, Platz für... Und die sind bei dem angestellt, auf jeden Fall der eine, und der kommt nicht hinterher, weil aber keine Flächen mehr vergeben sind. Gut, was ist das? Wir machen jetzt das wie folgt. Wir machen hier eine Megafläche hin. Dann kriegt der Turm die Area. Jetzt würde mich interessieren, wie viel sagt er jetzt aktuell steckt hier drunter? Alter, das ist noch alles. Das ist alles. Holy moly. Was will denn der mit... Ne, sie sind natürlich dann überfordert, weil sie nicht wissen, was sie damit machen sollen, ne? Importrouten, schau mal, vier Importrouten. Einigkeit, warum so wenig? Was ist mit meiner Einigkeit los? Wie Nahrung kommt nicht ans Limit dran. Jetzt verstehe ich nicht. Hier wird alles vollgepumpt oder ist es, weil die Nahrung nicht... ...2,0 Kalorien erfüllt. Aber was? Jetzt lass mich mal kurz durchlesen. Kann es sein, dass die Kohlenhydrate wollen? Vielleicht müsste ich doch hier nochmal eine Produktionsstätte hinstellen für Fleisch zum Beispiel und so Zeugs. Eier gibt auch nochmal Bonus. Ändert 30 pro... Ändert 21 Personen. 45 Personen. 21 Personen. Ein ernährt 30 Personen für 60 Monate.
Okay, also bestimmt auch hier 50 Personen, okay. 27 Personen, 30, 33, 21, 28, 35, 17. Also nicht happy, weil wahrscheinlich die Nahrung nicht der Masse entspricht, die sie gerne hätten. Bedeutet, ich müsste jetzt hier eine Tierfutteranlage aufstellen, kann das sein? Aber wenn wir jetzt mal schauen nach Fleisch, weil wenn die Einigkeit sinkt, dann ist es gar nicht gut. Fleisch kommt aus der Lebensmittelherstellung, wenn ich Hühnerkassen mit Wasser und Salz mixe. Und so kann ich dann Lebensmittelpackungen machen. Also habe ich jetzt einen Punkt erreicht, sozusagen, wo die Nahrung das Problem ist. Ach, jetzt geht's wieder. Vielleicht, weil sie neue Mitarbeiter waren oder sowas. I don't know. Hauptsache, es ist positiv, dann bin ich happy. Genau, du läufst jetzt. Und der Wasserstofftank wird nur voller. Holy moly. Haben wir jetzt. Nee, aber nicht. Warum haben die neuen noch nicht erhalten? Wir haben alles, was nötig ist, da. Gut. Warum lauft denn ihr jetzt eigentlich schon leer? Da kommt ja fast gar nichts. Dann kann ich hier mal auf drei reduzieren vielleicht. Und die anderen zwei können sich noch um Sachen kümmern. Ist ja nicht so, als ob hier nicht irgendwelche anderen Lager noch sind. Unzulässige Orte zugewiesen, das Lager besitzt eine Importroute. Okay, dann tue ich dich halt entfernen. Aber so wie es ausschaut, mit Wasserstoff geht es nicht auch gar nicht schlecht. Wie schaut es mit unserem Eisen aus? Ich glaube, der Eisenbestand wird echt noch weniger. Holy moly, okay. Yep, wird weniger. Wird eindeutig weniger. Machen wir mal schnell. Machen wir den Weg frei. Das Problem hier vorne ist ja eigentlich nur, dass wir jetzt gerade noch so viele andere Sachen mitkriegen. Wenn wir ihnen die Mission jetzt abändern, anpassen würden, damit sie nur Eisen fressen, wäre wieder vieles gut. Aber hier kommt schon wieder einer der größten Bagger. Und auch wieder natürlich Wasserstoffbasis. Du lieferst Wasserstoff? Sehr schön. Da freut sich die Tankstelle. Weil die Tankstelle braucht es. Und meine Tanks sind wieder voll. Goddammit. Alter, gibt euch das. Das sind vier volle Wasserstofftanks. Die schlucken nicht genug. Bin mir überlegen, ob ich die gegen die Kollegen unten austausche. Oder ob ich hier einen Verbinder hoch irgendwie lege, bloß dann machen wir wieder alles dicht. Ich könnte natürlich hier. Ah ja, das wird jetzt natürlich ungut. Ist das Maximum an Höhe, ne? Aber wenn ich dich hier hinsetze. So hoch gehe.
Das wäre eine Überlegung wert. Auch wenn es natürlich wieder teuer ist, aber es würde helfen, gerade unsere Probleme ein bisschen aufzulockern. Und weißt du was? Ich glaube, das ist die beste Idee, die ich gerade habe. Das zu lösen bedeutet, wir werden jetzt hier... hier bei der Tankstelle durchführen. Es ist jetzt natürlich alles ein bisschen Aufwand wieder, aber ich hoffe, dass wir damit natürlich auch wieder bestimmte Sachen lösen können einfach. Ist ja auch nicht so, als ob wir das gerne machen würden. So, warte mal, dann baue ich hier wieder so ein Ding. Wir den Rest schon mal bauen lassen. Dann noch den einen Schüttgutaufzug hier unten rein. Flip. Dann fällt nicht der Teil auch wieder raus. So, schauen wir mal. Weg. Dann wird das nicht schnell exportiert. Ich könnte natürlich auch schauen, dass ich hier drüben irgendwie den Rest anschließe und alles. Aber jetzt wird der Rest eh entleert, wie blöd. Warum fährt der jetzt zum Beispiel zurück? I don't understand. Ihr habt als Arbeitspunkt hier vorne den. Den hier. Hierhin liefern. Alle anderen checken's, der eine nicht und fährt erstmal zurück. Ihr fahrt alle zurück. So, jetzt wird Eisen direkt geliefert. Was gleich gar nicht schlecht für unser Lager ist, weil das Lager wird gerade leer. Wir könnten seit langem mal das erste Mal wieder... wo bleibt eigentlich unser Kollege, der... Ich verstehe es nicht. Was haben denn die? Die Größe kann Kaisen Eisen nicht ans gültige Ziel liefern. Literally hier. Jeder checkt's. Und einer wieder so, wohin? Was ist denn das? Ich check's nicht. Es ist doch nicht so kompliziert. Er auch wieder. Hä? Warum machen die das? Ist das so verwirrend für die? Nische her. Die haben gar keinen Plan. Ich gebe denen literally... Hier, die fahren alle weg. Hä? Passt denn die Kapazität nicht oder was haben die? Die checken es einfach absolut nicht. Und das kostet uns natürlich auch Zeit. Wenn die nicht checken, dass das das Lager ist, sondern wieder vor von, ich habe kein Lager, Leute, hier stimmt was nicht. Klar geht's nicht. So.
Du kriegst ein Upgrade und du kriegst auch den Upgrade. So, wir setzen uns dann hier mal dran, tiefer zu graben. Oder ist es, weil es so eng ist? I don't know, aber so funktioniert es ja auch. So, der große Kollege befüllt jetzt den großen. Ist doch, ich weiß nicht, was deren Problem ist. Jetzt funktioniert es wieder. Literally, so soll sie ja eigentlich sein, ne? So. Er befüllt. So, und wir kriegen jetzt eigentlich fast eine durchsehende Eisenversorgung, die aber trotzdem irgendwie nicht ganz reicht. Irgendwo kriegen wir noch Eisen her. Also wir haben jetzt auch nicht wenig Eisen, wir liefern ja trotzdem nach. Wir müssen halt wahrscheinlich einfach mehr Masse liefern und das haben wir halt... Ich weiß gar nicht, warum wir auf einmal so viel Masse brauchen. Wir haben lange nicht mehr so viel Masse gebraucht an Eisen. Wie schaut es mit unseren Zwischenlagern aus grundsätzlich? Zwischenlager sind immer noch im grünen Bereich, das finde ich super. Stahl ist auch im grünen Bereich, Kupfer ist auch im grünen Bereich. Gut, auch wenn Kupfer gerade irgendwie sehr leer wieder ausschaut. Ich muss es gleich nicht verstehen teilweise, was hier passiert. So, aber man sieht, wie viel Eisen eigentlich hier rauskommt. Ah, schau an, jetzt füllt sich das Lager wieder. Gut, Problem gelöst. Fürs Erste. Ah, gut. Dann ist aber echt meine Frage, wo zur Hölle ist der Rest? Die Sache ist natürlich, ich habe viel irgendwie vergeben an Aufgaben und es fährt natürlich auch viel rum, das muss man natürlich auch sagen. Also es ist nicht so, als ob nichts rumfahren würde. Ja, er hat jetzt wieder Stein. Ich weiß nicht, was er, woher er Stein kriegt und alles drum und dran. Zu wem gehörst du? Hä? Also was eine Sache ist natürlich, hier scheint es relativ viel Erde zu geben. Was natürlich auch dazu führt, dass relativ viel verarbeitet werden muss. Was habe ich denn dir bei der Verkipp-Area gegeben? Weil sonst machen wir mal kurz einen kleinen Zwischenchange. Wir machen hier eine Abgrabeebene. So. Dann, wenn ich ihm jetzt sage, was hier verkippt werden kann, ist, da gebe ich ihm Erde natürlich dazu, dann in dem Fall Erde. Und ich schmeiß die raus. Verkippt er das dann? Ich hoffe doch. Es wird natürlich einiges wieder ablösen an Aufgaben. Wasserstoff hat nicht genug Treibstoff. Okay. Ja, wenn du auf Wasserstoff fahren würdest, wäre das eine ganz andere Geschichte, mein Freund. Wir laufen halt gerade an dem Punkt, dass wir zu viel Wasserstoff haben. Pff.
Tankstelle hat keinen Kraftstoff. Ja, okay. Ach, guck mal. Sie verkippen immer noch. Obwohl ich ihnen ja literally gesagt habe. Ah, die fahren sie trotzdem hin. Ich habe den Verkippaufträge vergeben. Muss ich da irgendwas extra aktivieren? Verkippen? Ja, nein. Nee. Sie scheint es nicht zu interessieren, dass ich das echt anders haben möchte. So, was ist, wenn ich jetzt hier sage, ich tue zwei große Kippmüll hinzufügen und gebe auch nur Zugewiesene dürfen das machen? Also so oder so muss ich hier vorne ein Lager hinstellen mal. Damit die Verkippwege wieder kürzer werden. Und dran ein rotes U-förmiges Förderband. Dann die drei hier abziehen. Drei hier reinschmeißen. Nur die und die Export. Nein, nein, die Exportroute ist der Turm hier. Gut. Abschleppen bitte. Dankeschön. Jetzt habe ich wieder plus 4, lol. Okay, wieder die Anlage müsste ja hoffentlich gleich fertig sein. Na komm. Die Lager müssten sich jetzt Stück für Stück leeren. Wo fahren die jetzt hin? Warum? Also, ich gebe den Planieraufgaben und wenn ich ihnen dann nicht sage, wohin sie es kippen sollen und keine Exportroute gebe, dann verkippen sie es nicht mal bei sich selber. Das finde ich ja schon wieder grandios. Was kann hier verkippt werden? Ja, genau das da. Da war auch kein überlappendes Ding wie sonst immer, oder? Nee, nichts überlappendes. Hier sind die Kipppunkte, wo sie verkippen können. Habe ich ihnen doch klipp und klar gesagt. Hier, verkippen. Hä? Sie scheint es nicht zu interessieren, was ich bete. Finde ich natürlich super. Finde ich grandios. Gut, wir haben jetzt immerhin hier schon zwei große Wasserstofffahrzeuge und der eine sollte gleich nachkommen. Wartet auf die Lieferung. Ja, die Lieferung kam halt nicht an. Also es ist doch vielleicht einiges zu tun und mittlerweile scheint es auch echt so, als ob unsere Kapazitäten an Fahrzeugen ein bisschen limitiert ist. Aber immerhin kriegt es mal unser Frachtschiff schon wieder ein bisschen Tank. Ist positiv zu sehen, auch wenn wir mittlerweile echt ein Problem haben mit Wasserstoff. Und zwar nicht, dass wir zu wenig haben, sondern dass wir zu viel haben. Eigentlich schon extrem zu sehen, dass das mal passiert. Finde ich heftig. Ich werde die Tankkapazitäten nochmal fast verdoppeln. Und hinten eine große Rohrleitung. Hier dran schließen, dann kann das abgepumpt werden. Aber es bedeutet auch, wir hätten einiges an Treibstoff aktuell zur Verfügung. Wie viel passt denn in seinem Tank rein? 84. Wir haben halt in dem 4000, Alter. Uff. Massive. So, und jetzt sollte man nicht die Tanks leer kriegen. Und auch wieder anfangen können zu arbeiten. Wie schaut's mit unserem Schwefel auf? Schwefel ist fast leer. Schicke Sache. So, dich ziehen wir ab, weil brauchen wir nicht mehr. Unsere Düngertanks sind natürlich auch massiv.
Und hier scheint so, als ob wir das komplette Grundwasser gerade auffassen, aufbrauchen. Bedeutet, ich muss auf jeden Fall in der nächsten Folge mal überlegen, wie ich dieses mit der Wasseranlage handle. Das ist leider ein Problem, das bleibt weiterhin bestehen und wir müssen auch schauen, dass wir das irgendwie lösen, weil nichts tun hilft hier leider absolut nichts. Und wenn dann nichts kommt, dann haben wir ein Problem mit der Masse, die hier passiert. Und wie es ausschaut, ist hier der Wasserstand auch mittlerweile sehr gering. Obwohl wir schon, dass wir das Wasser aufpumpen, scheinen wir hier nicht ganz hinterher zu kommen. Aber Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr noch nicht habt und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.